Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer weiteren Folge hier mit Picolina auf der Allianzseite. Ich muss gestehen, als ich jetzt gerade hier eingeloggt habe und ich Picolina erstmal hier so mitten am Weg stehen habe sehen, habe ich mir so gedacht, WTF, wo bin ich? Wieso stehe ich da mitten in der Pampa? ja, mittlerweile habe ich mich aber schon ein bisschen orientiert und habe festgestellt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, warum ich mich hier hingestellt hatte, weil jetzt habe ich mit meinem Hexenmeister schon jede Menge Probleme, hier Elite zu killen, und ich müsste das gleiche mit Picolina auch machen, hier oben zumindest. Also eigentlich ist das ziemlich sinnfrei, dass ich hier oben überhaupt rumgammel, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mir jetzt nur aufgefallen ist, ist, dass ich hier die Quest da oben abgeben könnte. Das könnte ich machen. Das werde ich auch gleich mal machen. Und ja, gut. So, dann auch hier eine kurze Erklärung zu meinem langen Wegbleiben. Wer sich eventuell auch das Video mit Freya schon vorher angesehen hat, wird das ein oder andere natürlich schon gehört haben. An erster Stelle ist mal, ich hatte sehr viel, beziehungsweise habe jetzt momentan wieder sehr viel zu arbeiten und habe deswegen auch relativ wenig Zeit, dass ich mich irgendwie hier aufs Spielen an sich konzentriere. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe mich von meinem Ex getrennt, bin dann daraufhin umgezogen und habe aber danach mehr oder weniger so eine gewisse Leere eigentlich verspürt. Wieso wird mir hier... Das wird mir wirklich hier unterhalb angezeigt, oder was? Hab dann aber so eine gewisse Leere verspürt und... Aha. WTF. What the f... Wie geil ist das denn? Das sehe ich. Oh, um Gottes Willen. Ich muss hier wieder rauf. Wie geil ist das denn? Okay. Warte mal, kann ich die schieben? So. Der Tandol-Übergang. Ihr durchsucht den winzigen Zwergenleichnam. Auf dem Helm könnt ihr die deutlich eingravierten Buchstaben lesen. Was eben Ezer Rustlocke. Okay. Es sieht ganz so aus, als sei der arme Ol Rustlocke in einen Hinterhalt der Dunkeleisenzwerge geraten. Ihr bemerkt ein Pergament. Au. Au. Ihr bemerkt ein Pergament. Wo bin ich jetzt? Neben seinen geballten Fäusten. Erstattet Rak Gavason eure traurigen Neuigkeiten und zeigt ihm, was ihr gefunden habt. Okay. Wah! Au! Warte mal. Kann ich hier schnell hoch? Au! Au, 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 au. Okay, warte. Okay, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Alter, wie geil ist das denn? Okay. Ja gut, also wir haben die eine Quest jetzt wenigstens abgeschlossen. Verfügbar. Es ist ja, das ist ja richtig geil, dass man hier Foggy durchnässter Brief. Mhm. Ist
klar. Okay, dass man hier bei den Elite Quests abgeben kann, die oder annehmen kann, auch die neue Elite sind, das ist super. Das ist einwandfrei, ist das. Gut, zu meiner Erklärung noch weiter. Ich habe mich von meinem Ex getrennt, habe jetzt schon seit einer Weile eine eigene Wohnung. Die ist auch noch nicht ganz fertig eingerichtet, denn mein Computerraum ist immer noch ein bisschen karg. Das hört man eventuell auch am Ton, keine Ahnung. Da könnt ihr mir gerne Rückmeldung geben. Ich bin auch noch am Überlegen, wie ich das Ganze hier ändere und mache und tue und so weiter und so fort. Und kommt Zeit, kommt Rat. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich halt, das habe ich bei Freya ganz zum Schluss allerdings erst erwähnt, dass ich nach der Trennung eine gewisse Leere verspürt habe und ich eigentlich zu nichts mehr motiviert war. Also ich habe, wenn ich wirklich mal Freizeit hatte, die hatte ich auch in der Zwischenzeit mal, vor allem so zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester, da hatte ich prinzipiell sehr wohl Zeit auch. Also ich hätte rein theoretisch von der Zeit her Videos aufnehmen können, aber ich war so... Also ich habe mich so leer gefühlt und so war so demotiviert. Ich saß wirklich nur auf der Couch. Ich habe nicht mal ferngesehen. Ich saß nur auf der Couch und habe nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Und jetzt mittlerweile denke ich mir dann eigentlich, okay, auch wenn ich nicht immer dazu komme, nimm einfach mal ein Video auf. Ich habe mich jetzt halt für WoW entschieden, dass ich mit dem mal anfange. Ich möchte natürlich dann auch wieder mal Sims-Videos aufnehmen, nur das Ganze halt auch wirklich reduzieren und sagen, okay, ich nehme wirklich nur, was WoW betrifft jetzt zum Beispiel, nehme ich jetzt pro Charakter, pro Fraktion bin ich nur einen Charakter auf, habe mich jetzt halt auf der Allianz-Seite hier für Piccolina entschieden und auf der Horden-Seite für Freya, also für meine Hexenmeisterin. Und ihr könnt gerne dazu auch Feedback geben, ob ihr wenigstens einen Jäger dabei haben wollen würdet oder nicht. Und könnt ihr dann natürlich gerne Rückmeldung geben. Und und was ich dann dafür aber auch machen möchte, ist, ich hoffe, ich behalte das auch immer so weiter. Das ist ja das Nächste nämlich, das ist nämlich auch nicht so leicht, dass ich die Videos circa eine Stunde lang mache. Also zumindest auf WoW-Seiten, dass ich da halt auch mal ein bisschen vorwärts komme und. Ja, gut, dann hätte ich das mal abgehakt, erledigt. So, der Tandol-Übergang. Gibt es Spuren von Ulrusglocke, Piccolina? Ja, es gibt Spuren. Oh weh, das ist wirklich nicht gut. Tut mir echt leid. Um Himmels Willen, nein, arme Rustlocke. Das ist wirklich eine fürchterliche Tragödie. Sein Tod darf nicht vergebens sein. Das Pergament, das ihr entdeckt habt, zeigt an, dass Cam Deep Fury, der hinter dem eigentlichen Angriff steckt, dafür gesorgt hat, dass ein Behälter mit Sprengstoff hinter dem Tandor-Übergang im Arati-Hochland versteckt wurde. Wenn dieser Sprengstoff zur Brücke gelangt, wird unsere Hauptversorgungsverbindung in den Norden gekappt. Der Behälter muss zerstört werden, Piccolina. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Mission erfüllt habt. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Man sieht sie! Ah, das könnte ich sogar erledigen. Also schauen wir mal, ob ich das erledigen kann. Sagen wir es mal besser so. Aber es schaut nicht so schlecht aus, weil eigentlich sind das alles so Elite-Aufgaben. Weil ich so sehe, ich meine, was ich dann... Weil hier überall Elite. 30 plus, 34 plus. Hier auch, 30 plus, alles Elite. Ist ziemlich kacke. Für mich. Bling. Blim, 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 eine Nachricht. Das habe ich echt noch nie gesehen, dass man da runter kann. Wie geil ist das denn? Da muss ich unbedingt mal reinlaufen. Mit irgendeinem hohen Charakter. Okay. Also, mir wird das Ganze hier drüben angezeigt.
Bombenschütze der Dunkeleisenzwerge. Alter, gibt's eh gleich nur ein paar. Ist klar. Alter, Falter, kann ich dich angreifen schon? Du bist jetzt wahrscheinlich deine restlichen. Wie soll ich denn das schaffen? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Scheiße, ich hatte irgendwie die Waffe, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, fuck! Okay. Ja. Au. Okay. Was soll's, gell? Ja. Ja. Zu meiner kurzen Erklärung auch noch weiter. Ich dachte eigentlich, dass ich fertig bin, aber ich muss noch was erwähnen. Und zwar, ich weiß, dass ich erwähnt hatte, ja, dass es sein könnte, dass ich bald noch mehr Zeit habe zum Videos aufnehmen und. Das lag daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt schwanger war. Und das Kind aber leider verloren habe. Und deswegen ist auch nichts daraus geworden. Denn ursprünglich sollte ich eigentlich in Frühkarenz kommen. Aufgrund gewisser... wie soll ich sagen? Aufgrund gewisser medizinischer Dinge halt. Also ich wäre früher daheim gewesen als normal, weil im Normalfall ist man ja erst ab dem 8. Monat dann eigentlich in Karenz oder halt im Mutterschutz, sondern besser so. Also in Österreich heißt es halt Mutterschutz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt. Und ich wäre halt früher im Mutterschutz gewesen, auch umgangssprachlich Frühkarenz bekommen und da hätte ich natürlich dann viel mehr Zeit gehabt, auch zum Videos aufnehmen und. Da ich das Kind aber leider verloren habe, ist aus dem Ganzen natürlich nichts geworden und ja, das war. Ich weiß nicht, ob das mit irgendwie Punkt war, Thema war, Grund war, warum ich dann eigentlich so gefühlt in ein Loch gefallen bin, als dann die Beziehung halt auch zu Ende ging. Oder halt, dass die Beziehung eigentlich den Bach runtergelaufen ist. Ja, es hängt vieles, glaube ich, zusammen irgendwie. Und dann irgendwie doch nicht. Und ja. Es ist alles nicht so einfach. So, jetzt werde ich mich erstmal dann Magie dämpfen. Das werde ich natürlich auch machen. Dann muss ich mir nochmal was reinhauen. Sprengstoffbehälter bitte. Ich bin mal gespannt, wie lange ich für den Scheiß brauche. Jetzt werde ich sicher den erstmal schieben. Auf den. Okay, warte mal. Ich sehe ja nichts. Das ist ja kacke. Kann ich den angreifen? Den kann ich angreifen. Seidenstoff. Habe ich hier eigentlich erste Hilfe? Wie weit bin ich da? Wollstoffverband, da bin ich voll weit hinten. Ne? Warte mal. Wollstoffverband. Schwerer Wollstoffverband. Habe ich den schon irgendwo da drin? Nee, gell? Okay, das lassen wir noch.
Okay, warte mal. Du bleibst da hinten. Genau. Ich denke mir nämlich gerade die ganze Zeit, den pull ich sicher. Und dann, ja, man hat schon Akku. So, jetzt soll man dich hier kaputt machen. Da muss ich hier recken. Ich will die ganze Zeit Aderlass machen. Fuck, ich stand noch zu knapp dabei. Nein! Komm schon. Du willst flüchten? Du willst flüchten, du Affe. Das ist aber nicht nett. Würziges Brot. Okay, das werden wir auch gleich mal essen. Das hat uns eh nichts gekostet. Aber ich hätte vorher irgendwie schauen sollen, dass ich hier die Taschen ein bisschen leerer machen kann. Ne? Das wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Kochkunst. Was haben wir hier? Ein Zauberstab. 1,9. 24 Schaden. Okay, für Zauberkunst. Achso, den habe ich hergestellt. Seelen gebunden. Ja. Genau, ich habe mit dem Magier so viel Mana. Und trotzdem habe ich Mana. So, meine Lieben. Dich werde ich jetzt auch noch kaputt machen. Alter, wieso habe ich jetzt immer noch Schaden abbekommen? Was bist du für ein Arsch? Steht immer noch auf. So. Jetzt werden wir den hier mal zerstören. Dam, bam, ba, dam, ba, dam, ba, dam, ba. Tschüss. Das fliegt richtig in die Höhe. In die Luft. Geil. So. Jetzt haben wir das wenigstens abgeschlossen. James Heicher. Oh. Wo wäre denn das abzugeben? Sumpf dann. In Terramor. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. In Terramor wäre das abzugeben. Achso, ich glaube, auf den Weg wäre ich gewesen, ne? Habe ich nicht hier eine Schiffsverbindung? Nee, habe ich nicht. Wie komme ich nach Terramur? Na, dann müsste ich doch sowieso hierher. Dunkelküste? Terramur. Okay, dann müsste ich sowieso, das bin ich sowieso komplett falsch gewesen. Wieso war ich auf dem Weg hierher? Warum stand ich mitten in der Pampa? Das verstehe ich nicht. Au. Okay. Okay. Warum ich Au gesagt habe. Ich habe Schmerzen. Ich wurde erst, also bei mir ist heute der 6.2. Ich wurde vorgestern geimpft. Hallo? War dann allerdings arbeiten und das war keine gute Kombination. Ich habe jetzt Schmerzen. Und bei den falschen Bewegungen spüre ich das halt richtig. Gut. Der Tabulübergang. Die letzte Brücke ist gerettet. Ihr habt König Magni und dem Volk von Katzmodan einen großen Dienst erwiesen. Jetzt können wir so lange durchhalten, bis Verstärkung kommt. So, was haben wir denn hier? In Wirklichkeit Ausdauer brauche ich für Magier genau gar nicht. Ausdauer, Intelligenz. Reine Stoff. Kann ich auch nicht brauchen. Ich nehme einfach mal das, was mir am meisten Kohle bringt. Hilfe gesucht an die Allianz. Ich bitte euch noch um einen kleinen Gefallen, Magier. Wir erwarten die Reserven von Allenforge. Rogo hat jedoch von einem Lager der Allianz im Norden des Arati-Hochsland bei der Zuflucht erfahren. Reist dorthin und macht Captain Niels ausfindig. Fragt den guten Captain, ob die Allianz einige Soldaten erübrigen kann, die uns behilflich sein können. Dann Modre und den Tandol-Übergang zurückzuerobern. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, dann werden wir uns einfach mal dahin begeben. Dann kann ich nämlich auch meine Taschen ausmisten. Oh, ich sehe hier gerade mir noch Melonensaft. Oh, Melonensaft. Hm.
genau, ich habe hier mit dem Magier Schneiderei. Holzstofftasche. Schneiderei habe ich ja hier mit der. Ich wollte ja wirklich so viel herrichten, eigentlich. Ich habe ja auch, einfach weil ich wieder so viel herrichten wollte, habe ich ja mit Burning Crusade mit einem Charakter zwar schon angefangen, aber den habe ich halt nie aufgenommen, weil ich in Burning Crusade eigentlich einen Schurken, also so geplant, vorläufig geplant, muss ich sagen, war von mir oder ist von mir eigentlich, dass ich einen Schurken auf der Bandenseite auf alle Fälle mal hochlevel. Auf der Allianzseite weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da eigentlich geplant habe. Da müsste ich erstmal auf den Server gucken, was ich da hergerichtet habe. Und habe mir aber gedacht, ja, bevor ich das mache, level ich vorher noch einen Schneider hoch, dass ich auf alle Fälle genügend Taschen habe und so weiter und so fort. Ja, mit dem habe ich zwar angefangen und ich bin mit dem, glaube ich, auch schon Level 12, 13, irgendwie sowas. Aber ja, ich hatte ja nicht mal Lust, großartig, dass ich privat spiele. Das muss ich ja auch noch dazu sagen. Ich hatte nicht mal Lust, dass ich privat großartig spiele. Ich hatte hier in WoW, also seit ich die WoW vorbezahlt, für, ich glaube, das nächste halbe Jahr oder so, ja, und ich habe davon gespielt, nicht mal einen Monat. Also, ja, Geld zum Fenster rausgeschmissen, warum auch nicht? Passiert ab und zu, ja. Na, jetzt muss ich aufpassen, dass hier nicht die Pat rumläuft, gell? Ha, die Pat. Die Pat. Die Horden-Pat. Die Allianz-Pat ist in dem Fall wurscht. Steht immer noch auf. Die Horden-Pat ist für mich gefährlich. Alter, ich weiß, ob ich mit meinem Hortler hier rumgelaufen bin. Nichts ahnend, einfach weitergeritten bin und dann mitten in die Pat rein. Puff, tot. Oh. Ja, da lag ich dann. Platt wie eine Flunder. Kann ich euch helfen? Nö, du kannst mir nicht helfen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Habe ich jetzt hier? Also ich habe hier gar keinen Kräuterkunde. Wurscht. Ich habe hier einen Flugpunkt, genau. Kleiner Flugpunkt. Was kann ich für euch tun? Genau, Hilfe gesucht an die Allianz. Longbraid und seine mutigen Soldaten haben mein ehrliches Mitgefühl und Beileid. Die Nachricht von der Tragödie am Trandol-Übergang und der Fall von Dan Motre lastet schwer auf meinem Herzen. Aber Stromgarde ist gefallen. Darum befinden wir uns hier bei der Zuflucht. Wir müssen uns den Wiedereroberung unserer eigenen großen Stadt stellen. Ehre und Pflicht verlangen von uns, dass wir das Hochland nicht verlassen, bis erneut das mächtige Banner des Königs über Strom gerade weht. Ich werde Longbraid Nachricht geben, dass er auf sich allein gestellt ist. Lebt wohl. Braucht ihr Hilfe? Ah, okay, das ist jetzt Kampf um Stromgarde. Man sieht okay. Sich. Du bist ja voll doof. Warte mal, kann ich jetzt hier verkaufen? Überragende Handwerker reichen nicht. Hallo! Kann ich bei dir rappen? Nee, kann ich nicht. Gänzende Fischstuppen. Brauche ich alles nicht. Sieh sich. Ah, Schreibkolben. Kann ich mit dir retten? Grüße. Ja, sehr schön. Dein Zauber. Sehr schön, sehr schön. So. Dann wären wir mal hier. Arati Hochland. Hallo. OP-Zugang. Wohin wollt ihr fliegen? Hafen von Menethil. Will ich da jetzt hin oder nicht? Ich meine, da oben kann ich jetzt nichts machen. Das ist alles Elite. Das ist Elite, das ist Elite, das ist Elite. Das hier könnte ich, die verfluchte Crew könnte ich machen. Briefkasten, aber dazu kann ich auch hierher fliegen. Ja. Passt. Machen wir? Hallo? Achso. Schönen Tag. Das ist noch offen. Zum Glück bin ich nicht verwirrt oder so, oder?
Also mit dem Magier bin ich echt relativ verwirrt unterwegs. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor allem beim Einloggen. Eingeloggt. Alter, wo stehe ich rum? Der nächste Gedanke. Scheiße, die ist nicht wirklich erholt. Nicht so wie der Hexenmeister, der schon die ganze Zeit im Ding drin. Im Gasthaus drin. Aber was soll's. Aber was soll's. Richtig. Ich bin jetzt auch noch am Überlegen, was ich jetzt wirklich selbst vorhab mit meinen Videos. Was ich da wie lange mache, was ich weitermache, was ich pausiere. Schwere Entscheidung. Das ist wirklich eine schwere Entscheidung für mich. Das muss ich schon sagen. Leicht ist was anderes. Aber gut. So, wir sind hier angekommen. Jetzt habe ich hier eigentlich nichts. Ja, nee. Das heißt, ich kann hier gleich weiterlaufen. Naja, oder ich gehe. Ist das Schiff gerade da? Nee, ist nicht da. Wir machen jetzt mal die Crew. Die verfluchte Crew. Abgeschlossen. Dämmerwald. In den Dämmerwald könnte ich halt auch noch irgendwie reisen, gell? Aber warte mal, wo ist denn der jetzt überhaupt? Der Dämmerwald ist doch, glaube ich, auch da drüben, oder? Wo ist denn der Dämmerwald nochmal? Nee, warte mal, der Dämmerwald ist hier. Irgendwo. Da unten ist der Dämmerwald. Genau. So, ja, Orientierung 0. Hallo, schwimm weiter. Orientierung 0. Ich war schon ziemlich lange nicht mehr online. Was in der Anwendung ist ein okay. Wieso? Bitte beschreiben Sie, was Sie gerade getan haben. Alter, was geht denn jetzt ab? Toll. Okay, dann werde ich gleich mal abbrechen. Was habe ich denn gerade getan? Charakter ist im Wasser geschwommen. Vom Hafen von Menethil Richtung Festland. Neu öffnen. Ach, das hat neu öffnen, schließen. Kann ich nicht. Bitte benutzen Sie die unten stehende Meldungs-ID, falls Sie mit Blizzard über dieses Problem in Kontakt treten. An Blizzard senden, schließen. Toll. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf die gute alte Frische. Warum auch immer jetzt diese komische... Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Kann ich noch nicht wetten. Wieso nicht? A new version has been installed. Also, dass die mal gleich taucht, das ist ja unglaublich. Naja, was haben wir denn jetzt noch in der nächsten halben Stunde vor? Also, mal schauen, wie weit ich komme mit der verfluchten Crew. Dann können wir... Was bist du? Murloc. Grauer Murloc. Das ist jetzt mal egal. Ramponierte Schießkiste. Okay. Das ist was für ein Schurken. Da haben wir ehrlich gesagt nichts.
Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch eine neue Grafikkarte und eigentlich ein komplett neues PC-System, das muss ich auch sagen. Melonensaft. Toll. Ich sammle als Magier Melonensaft ein, auch nicht schlecht. Also ich habe ja ein komplett neues PC-System. Eigentlich ist es ein komplett neuer PC, so muss ich das sagen, neues Gehäuse. Also ich habe alles mal gekauft, glaube ich. RAM? Ne, beim RAM habe ich, glaube ich, nur was dazu gekauft. Ne, warte, ich habe alles nur gekauft. Bist du deppert? Ja, ich habe alles gekauft, das muss ich auch dazu sagen. Also, ich habe mir einen komplett neuen PC zusammengestellt und zusammengebaut. Warte mal. Verfluchtes Seemann, kann ich dich schon direkt an mir angreifen? Nee, kann ich nicht. Komme ich da irgendwie hoch? Also wie gesagt, ich habe wirklich einen komplett neuen Rechner zusammengebaut. Nein, wieso verfolgst du mich? Oh, BTF, wo kommen die denn her? Verflucht vom Auge des Palets. Okay, warte mal, ich könnte hier eigentlich entfliegen, ne? Hallo. Ich bin außer Reichweite. Alter, wieso haben die denn bitte alle... Wo kamen die denn jetzt alle her? Das ist ein Scheiß. Okay. Wir gehen mal weg. Ja, also, neuen PC. Neues Gehäuse. Neues Netzteil. Neues Mainboard. Neuen Rahmen habe ich dazu gekauft. Logischerweise. Neue CPU, neue Grafikkarte. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist eigentlich meine Capture Card. Meine Capture Card ist gleich geblieben, ja. Jawohl. Die ist gleich geblieben. Alter, Alter. Habe ich noch irgendwas neu drin? Die Lüfter waren ja dann teilweise schon drin. Hallo. Die kann ich so gar nicht angreifen, oder was? Achso, da kann ich was anvisieren. Sehr schön. Gehirne! Ja gut, dann werden wir uns jetzt erstmal hier verflucht vom Auge des von Palet. Verursacht der körperliche Schaden um 5 Punkte verringert. Zaubertempo um 20% verringert. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wieso hängt das da oben? Alter! Der hat's mir ja alles durcheinander geschmissen. So. Ja, gut, okay, die kommen gleich da drauf, auch nicht schlecht. Das werde ich sicher gleich wieder verflucht, ne?
So, habe ich da jetzt noch was? Achso, warte mal, ich werde erstmal wieder. Zum Glück verbrauche ich nicht so viel Mana oder so, oder? Nö, 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 nö. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werde ich nicht wirklich viel mehr machen können. Also mit der Brachmenetin werde ich dann nicht mehr reisen können. Verfluchter. Echt jetzt. So. Wo ist er denn? Ey, wo ist er denn? Jawohl. Zwei von fünf. Schlecht. Achso, ich wollte jetzt schon wieder Mana Burn, nicht Mana Burn machen. Hier komme ich wenigstens nach oben, oder was? Dann haben wir auch gleich wieder einen Abzug. Wo kommst du her? So, warte mal, kann ich dich jetzt mal fertig machen? Au. Komm schon. Das hat mich jetzt nach vorne gebracht, bist du deppert. So, okay. Ja. No comment, gell? No comment? Spiel hat mir nämlich, also WoW an sich hat mir eigentlich so nie was gebracht, weil ich nie irgendwie in einer Raid-Gilde war. Alter. Alter, Falter. Wieso? Ich war nie irgendwie in einer Raid-Gilde, wo du sagen kannst, okay, das ist nie. Du bist jetzt nur am Alter und oh, wir haben gleich das Level ab. Nice. Ein Level ab. So. Oh. Bevor du dich umdrehst, kann ich dich ja nochmal angreifen. Ja, aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Was soll denn der Blödsinn? Da hoch, okay. Aber ist noch nicht bereit. So. Verflucht ist der Mann. Ich hab doch keine Eislanze, oder? Fuck. Hallo. Huhu. Das kann man gar nicht sagen.
der Schule oder Studium damals dann noch? Dass ich dann wohl nicht abgebrochen habe oder zwangsläufig abgebrochen habe, weil ich zu blöd dafür war. Nee, das kann man so gar nicht sagen, weil ich zu blöd war. Das ist irgendwie... Bring dir mal selber was bei, was du nicht verstehst. Bei mir war das damals ja ein Rechnungswesen. Ich dachte, kann ich das essen? Das gute alte Rechnungswesen. Vorher noch nie gehört. Du jetzt auf einmal her. Oder wie meine Schwester so schön gesagt hat, Kommilitonen. Ich bin da. Wovon sprichst du bitte? Red Deutsch mit mir. Ich bin doch Deutsch. Ja. Also meine Schwester ist halt so eine, die, die steht voll auf solche. Wie soll ich sagen? Die steht halt voll auf solche Bezeichnungen, so hochgestochene Bezeichnungen, wo du dir als Normalsterblicher einfach nur denkst, wovon sprichst du? Oh. Oh. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der ganzen Zeit, wo ich studiert habe, habe ich das Wort Kommilitonen kein einziges Mal gehört. Jahre danach halt auch nicht. Und ja, also meine lieben Kommilitonen oder Mitstudenten für die nicht so hochgestochen sprechen wollen, die sogar für dieses Fach freigestellt wurden, für das gute Rechnungswesen, ja, weil sie das 5 Jahre lang in der vorherigen Schule hatten. Nicht einmal die haben ihr helfen können beim Erklären der Grundlagen. Wo ich mir dann gedacht habe, Alter, wieso bist du freigestellt worden? Du kannst mir nicht mal die Grundlagen erklären. Was soll denn der Scheiß? Okay, aber genau. Dass ich mich entzaubern könnte, entfunden könnte. Okay, jetzt habe ich hier die verfluchten Seemänner, habe ich jetzt. Okay. Das heißt, den habe ich da drüben, oder was? Treibende Wrackteile. Habe ich hier eigentlich Angeln? Glaube ich Angeln. Schwarmblütiges Fischmaul. Okay. Jetzt muss ich mich hier mal durchgucken. Verfluchter Seemann. Verfluchter Marinesoldat. Was bist du? Sehe ich nicht. Verfluchter Seemann, Marinesoldat, Seemann. Was bist du? Captain. Toll. Okay. Den werden wir dann aber irgendwie mal machen müssen. Wobei, bei dem Typen wird mir das gar nicht angezeigt. Snellix Schnupftabakdose. Nächste Frage, ob das der Typ überhaupt hat, ja? Ich meine, das wäre für mich jetzt irgendwie naheliegend. Es ist zu weit entfernt. Jetzt habe ich wenigstens den letzten Marinesoldaten. Oh, fuck. Ich kann noch kaputt machen.
Alter, echt jetzt? Festgefrostet und dann bizarr aus der Sicht der Welt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt kann ich hier mal auf diese Teile hier drauf. Ja? Dann kann ich dich angreifen und dann sollte ich spätestens nach hier mal machen. Jetzt. Okay. Ja, spätestens nach dem einen sollte ich Mana regen. Spätestens. Eventuell hätte ich das gerade zuvor schon machen sollen. Also, Alter, mir tut alles weh. Ja, als hätte ich mich total über... Mann, gut, okay, ich habe mich, glaube ich, überanstrengend. Erstens mal, wie gesagt, die zwei anstrengenden Wochen wurde kaum. Also einmal 6 Tage am Stück arbeiten, einen Tag frei haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der eine Tag frei ist genau null Erholung. Das ist absolut gar keine Erholung. Dann arbeitest du wieder 5 Tage am Stück. Hast am 5. Tag dann auch noch eine Impfung, wo du eigentlich dann am besten krankgeschrieben wirst bei dem Job, den ich mache. Im Büro sage ich, okay, kein Thema, gell? Weil da sitzt du die meiste Zeit nur rum also zumindest in meinem Fall, sitzt du die meiste Zeit nur rum und hast keine schweren Tätigkeiten zum Buchführen und solche Sachen, gell? Aber nee. Beim Hofer, also das mache ich ganz sicher nicht mehr. Wenn ich denen sage, Alter, ich habe da Impftermin, interessiert mich nicht, dass ich das nochmal so durchmache und bin ich krank geschrieben. Dann schreibe ich mich vorher krank. Weil das interessiert mich echt nicht, dass ich das nochmal durchmache, weil mir wird das sicher morgen auch noch wehtun. Nächste Woche auch wieder 4 Tage arbeiten mit dem ganzen Samstag dabei. Boah. So ein Scheißdreck. Ich habe prinzipiell nichts gegen Arbeiten. Aber wenn es mir scheiße geht und ich dann arbeiten muss, dagegen habe ich schon was. So. Liebe Freunde. Ihr vielleicht wieder mitbekommen. Oh, ist klar. Mhm. So. Mein Freund der Gefühle. Du bist jetzt kaputt. Kann ich dich jetzt dann? Sind wir noch nicht im Sichtfeld? Jetzt sind wir noch. Jetzt bist du im Sichtfeld. Sehr schön. Geh hier, ne? Gleich bist du selbst Matsch. So. Warte. Jetzt werde ich hier nochmal schnell überlegen. Dann werden wir hier den Kapitän umbringen, weil entweder hat er ein Quest oder... Komme ich da dann runter? Ich kann da ja aber nichts einsammeln, auch nicht. Ne? Ist das ein Scheißdreck? So, schauen wir mal. Kann ich den da hier rücken? Hier ins Eck. Ohne dass ich den anderen pull. Mal gucken. Das ist toll, wenn du gleich mal gefrostet bist. Dann habe ich dich nämlich schon mal auf 50. Oh. Reflektieren ist gar nicht gut. So, der hatte jetzt aber weder. Toll. Weder den Schnupftabak noch irgendein Quest. Toll.
Wo finde ich jetzt den Schnupftabak? Wird mir da angezeigt? Der wird mir da drüben angezeigt. Jetzt. Wo? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das heißt, den hätte ich vorher schon einsammeln können. Ja, die muss ich jetzt sowieso trotzdem alle nochmal kaputt machen. So. Ich habe ja die Vermutung, dass es sozusagen auf den Grund gerutscht ist. Das ist aber nichts zum Einsammeln. Ist hier was zum Einsammeln? Nicht wirklich was, gell? Das ist direkt ein Scheiße. Komm schon. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken? Boah, das war jetzt nochmal knapp. Okay, jetzt habe ich den Schnupftabak auch. Das ist also ein Mob, den ich da töten muss. Okay. Wo habe ich jetzt die Quest zum Abgeben? Im Dorf. Okay, warte mal. Aber dann kann ich jetzt... Nee, ich bin da auch zu laufen. Ah, wie
Seemänner. Die Seemänner. Dieser Zauber ist so, suche nach Gruppe. Ah ja, genau, ich war ja mit Picorina war ich in einer Gilde. Das habe ich ja total vergessen. Okay. Betonung auf war. Ich wusste nicht, wie die Gilde nochmal hieß. Wie hieß die Gilde denn nochmal? Ich meine, ich könnte jetzt nachgucken in den anderen Videos, ja. Okay. Erwischt. Kann ich noch nicht wirken? Kann ich noch nicht wirken. Ja, ist klar. Ich habe vergessen, wie die Gilde hieß. Aber dass du mich jetzt natürlich nach mehreren Monaten Inaktivität rausgeschmissen haben, ist natürlich klar. Ist nachvollziehbar, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte damals ja eigentlich auch gesagt, ich bin nicht gar so oft online. Ich bin nicht gar so oft online. So. Die verfluchte Crew. Das ist halt blöd, dass das jetzt Grün geworden ist, gell? Aber ist wurscht. Ich kann manchmal in meinen Träumen das unselige Stöhnen meiner Brüder hören. Bitte, gute Dame, befreit sie von ihren Fesseln und lasst ihre Schreie verstummen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt Gutes getan. Ich danke euch, Picolina, und den Dank meiner verfluchten Brüder habt ihr ebenfalls. Okay. Brechen des Fluchs und um den Fluch zu brechen und alle meine Brüder zu befreien, müsst ihr das Ding, das auf meinem Schiff verstaut ist, bergen und reinigen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, dass es sich in der Geldkassette des Schiffs verwahrt wurde. Zudem nur Kapitän Hallindor den Schlüssel hatte. Mein alter Kapitän erscheint mir immer noch in meinen Träumen. Ich bin mir sicher, dass er auf meinem untergegangenen Schiff der Intrepid herumläuft. Besorgt euch den Schlüssel von ihm und öffnet damit die Geldkassette der Intrepid. Anschließend, wenn ihr das verfluchte Ding habt, bringt es zu Glorin Steelbro, dem Priester hier in der Stadt. Für die Allianz. Okay, das können wir natürlich machen. Was wir aber vorher noch machen werden, ist uns auf den Richtung. Es wäre gerade das Schiff da. Das schwimmt jetzt sicher gleich weg. Das Schiff schwimmt sicher gleich weg, weil ich werde nämlich zuerst noch in den Dämmerwald. Achso, nee, warte mal. Hä? Ich sollte vorher noch in den Dämmerwald fliegen, ne? Da habe ich aber einen Punkt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So, wir werden uns das jetzt. Nein! Bist du deppert? Das war jetzt knapp. Das war jetzt echt knapp. So, das werde ich jetzt noch machen. Genau, weil nach Dunkelheim. Das ist doch eh Dunkelheim. Dunkelheim. Wo ist es denn? Dämmerwald. Dunkelheim. Greifenmeisterin. Wo habe ich denn hier die Quest zum Abgeben? Gesegnete Waffe. Ach, nach Stormwind muss ich die bringen. Komme ich von hier aus nach Stormwind? Nee.
ist ja doof. Das ist ja voll doof. Jetzt machen sie da so ein großes Trara drum über die Insel Terramor. Und dann kommst du davon, also von der Insel noch nicht mal nach Stormwind. Das ist eine Verarschung. So früh ist, wobei es ist eh schon wieder eins. Also es wird 1 Uhr. Nachmittags. Habe ich den Flugpunkt eigentlich schon? Ich glaube schon. Den habe ich schon. So, der Ding. Ja. No comment, gell? Kopfkino und so. So, der Punkt zeigt, dass er rum ist. Der Punkt zeigt, dass er hier oben ist. Oh. So. Das Licht sei mit euch. James Heicher. Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Keine Ahnung, aber mir kommt er nicht bekannt vor. Natürlich der Vorfall im Gasthaus zur süßen Ruhe. Wenn ihr Informationen habt, was dort geschehen ist, beschwöre ich euch mit Captain Mumm darüber. Zu sprechen. Er leitet die Ermittlungen. Ziehe den Ehrenfreund. Was kann ich für euch tun? Was ist jetzt los? Zur süßen Ruhe. Rufabdrücke. War das nicht hier, das zur süßen Ruhe? Aber, warte mal, habe ich hier nicht 36 Ruhe? Achso, da habe ich das nochmal gesehen. Okay, welches Level das ist? 35 bis 45, okay. Nee. Weil ich meine, ich muss mir eh bald mal Gedanken machen, was ich hier weitermache und so weiter. Aber ich könnte jetzt... Nee, ich hätte jetzt einfach das Schiff wieder zurücknehmen. Ich wollte nämlich jetzt erst sagen, ja, ich könnte ja den Ruhestein nehmen, dann wäre ich schon mal im Dämmerwald und hätte es nicht mehr so weit nach Dingens. Aber ich werde jetzt einfach das Schiff nochmal zurücknehmen, dort den Ruhestein hinsetzen. Oder habe ich dann da eigentlich noch irgendwas erbrechendes Fluss, könnte ich das nächste Mal machen. Brechen des Flugs, genau. Da hätte ich nämlich den Kapitän zu töten, den ich jetzt diesmal schon getötet hatte, eigentlich. Ja. Wurscht. Ist doch ein wenig Saat schon. Ja, dann werde ich nächste Woche. Ich werde in der nächsten Folge, da ich noch nicht genau weiß, wann ich die genau machen werde, werde ich dann erstmal Brechen des Fluchs fertig machen. Vielleicht finden sich dann auch Leute irgendwie für das hier. Ich weiß halt nicht, aber es stand überall niedrig. Das heißt, es werden total wenige Leute Classic spielen. Vielleicht muss ich mal abends online gehen. Mal gucken. Gut. Ich werde mich jetzt aber hier erstmal verabschieden. Wir sehen uns bzw. hören uns dann in einer neuen Folge dann wieder. Wann die allerdings genau kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich werde jetzt halt schauen, dass ich so langsam wieder in das Bad reinkomme und mal hier, mal da Folgen
hochplane auch. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich da nicht stressen. Ich möchte trotzdem weiterhin irgendwie Spaß daran haben. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen verstehen. Das wäre richtig nice. Denn immerhin, ich bin auch nur ein Mensch und ich hatte auch damals schon erwähnt, dass ich hier mit meinen Videos genau gar nichts verdiene. Also alles, was ich an Geld reingesteckt habe bisher, habe ich noch in keinster Weise irgendwie zurückbekommen. Also ja, ich mache es aus Spaß und das ist zu akzeptieren, sagen wir es mal so. Ja. Wie gesagt, was die Charaktere betrifft, hatte ich mich ja jetzt für Freya und Piccolina entschieden. Wenn ihr, also zusätzlich werde ich nicht Asumi und Farien aufnehmen, das werde ich ganz sicher nicht tun. Was ich aber tun kann, ist statt Piccolina oder Freya dann halt einen der Jäger zu nehmen, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr gerne kundtun, also das könnt ihr gerne sagen. Ja, ansonsten, wenn diesbezüglich keine Rückmeldung kommt, werde ich einfach es beim Magier und beim Hexenmeister belassen. Und ja, wir werden die beiden dann auf dem Stufenaufstieg, auf dem Weg zu Level 60 bekämpfen. Jo, bis dahin aber erstmal. Ciao, ciao.